Hallo und herzlich willkommen zurück bei Book of Unwritten Tales und gleich mal vorab ein ganz großes Entschuldigung für die Folge von gestern. Ja, mir ist ja erst nach der Folge aufgefallen, dass ich die ganze Zeit eigentlich bei Twitch gestreamt habe. Habe es mir dann nochmal anguckt und habe gedacht, Qualität ist zwar ein bisschen blöd, aber ja, nehmen wir die Folge trotzdem. Aber wir haben ja jetzt trotzdem unseren neuen tollen Hey, Freund. Nate! Die Ja. Arbeit ruft. Oh je. Gut, schauen wir uns hier noch mal um. Das ist unser Konstruktor und wir brauchen jetzt die. Was ist das für ein kleines Etwas? Das gab es doch vorher noch nicht. Das ist ein Feuerwerkskörper. Als der Krieg vorbei war, gab es eine große Siegesfeier in Seefeld, mit jeder Menge Raketen und Knallfröschen. Es brachen mehrere Feuer aus und die Stadt wurde stärker in Mitleidenschaft gezogen als zu irgendeinem Zeitpunkt des Krieges. Zu feiern habe ich nichts, aber vielleicht kann ich das Schwarzpulver mal gebrauchen. Ja, das kann ich gebrauchen. Ich wollte eigentlich gleich die komplette Kohle irgendwie raussprengen. Die Uhr tickt nicht. Vermutlich kann man sie über das kleine sechseckige Loch hier vorne im Ziffernblatt aufziehen, wenn man den richtigen Schlüssel hat. Kann ich die irgendwie damit benutzen? Nein. Wenn ich das Schwarzpulver aus den Feuerwerkskörpern ins Plakat einrolle, habe ich so etwas wie eine Dynamitstange. Oh, das sieht. Allerdings brauche ich dafür noch mehr Schwarzpulver. Okay, woher kriegen wir das blöde Schwarzpulver? Wir schauen mal raus. Wir reden jetzt, glaube ich, heute mal ein bisschen drüben mit. Okay, kann ich ihn vielleicht mit missbrauchen hier, dass er mir. Hey, Nate! Hey, Nate, geh mal auf die Seite. Ich habe als Kind immer gern gewippt. Du hast noch nie. Verstehe. Er hat immer viel zu tun. Kein Problem. Wir können jederzeit wippen, solange ich hier bin. Die Arbeit ruft. Okay. Dann machen wir den Rattentest. Opa meinte, durch das Leben in der Stadt würde ich faul und dick werden. Solche sportlichen Leistungen beweisen das Gegenteil. Okay. Ach, da ist noch ein Feuerwerks. Ach. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Oh je, wir müssen die überall hier im Müll finden. Oh nein. Okay, da haben wir einen. Ich denke, auf dem Müllberg oben drauf werden wir dann gleich noch einen finden. Aber schauen wir erst mal. Hey, Nate! Dedelüt! Die Arbeit ruft. Trühüt! Okay, schauen wir zur Essel. Vielleicht können wir ja mit ihr reden und die alte Feindschaft. Oh, es tut mir so weh, dass Timmy? Timmy uns nicht mehr mag. Ich weiß, dass du wütend auf mich bist. Aber wie wäre es mit etwas mehr Verständnis? Stell dir vor, du findest heraus, dass du kein Magier bist, obwohl du nie etwas anderes sein wolltest. Stell dir vor, dass du so unfähig bist, dass deine Freunde durch deine Schuld getötet werden. Aber wir brauchen dich hier! Jeden Tag wird der Widerstand schwächer und Van Buren stärker. Und du willst uns trotzdem verlassen? Wie sollte ich euch helfen? Ich bin kein Magier, ich bin kein Kämpfer, ich bin kein Heiler, ich bin kein Ingenieur. Ich bin gar nichts. Selbst der Erzmagier war machtlos gegen diesen Zauberstab. Was soll jemand wie ich da schon ausrichten können? Du könntest es wenigstens versuchen. Ich muss weiter. Oh, das tut mir echt immer so leid, wenn. Hi, Ethel.
Ich habe jemanden getroffen, der Hilfe bräuchte. Deine Hilfe, um genau zu sein. Hat er eine Frage, die ihn quält? Ich habe keine Antworten. Nur noch mehr Fragen. Er ist eine Sie. Und es geht um ein alchemistisches Problem. Sie will eine, flauschige, rosa Farbe mischen. Verstehe. Machbar. Machbar? Dann kannst du ihr zeigen, wie es geht? Ja. Monsieur de Dumas sagt immer, wir sollen anderen helfen. Wo ist sie? Es könnte vielleicht ein kleines Problem geben. Kleines Problem? Wieso? Ein winzig, klitzekleines Problemchen. Winzig, klitzekleines Problemchen? Wer ist sie? Es wird beides nichts gehen. Wir müssen's eigentlich beichten. Aber ich probiere mich drumherum zu drücken. Geheim. Ja, genau. Geheim? Ja, du musst deine Augenbinde tragen. Und eine Wäscheklammer auf der Nase. Wie soll ich dann die Chemikalien mixen? Ich muss sehen, wie sie sich verhalten und riechen, ob die richtige Konzentration erreicht ist. Nein, keine Augenbinde, keine Wäscheklammer. Okay. Sie ist ein Zombie. Du wolltest mich in die Höhle dieser Monster bringen? Die sind doch keine Monster. Es sind keine Monster. Es sind Gulliver und Esther. Und sie wollen dir nichts tun. Naja, wir sollten uns von Gulliver vielleicht erst einmal fernhalten und... Ich werde nicht mitwirken. An gar nichts. Oh. Die Zombies wollen die Höhlen verlassen. Ist das nicht ein Grund für dich, ihnen zu helfen? Hätte die Höhlen lieber monsterfrei, das kannst du mir glauben. Aber ich gehe nicht in die Nähe der Monster. Hat mich ein Bein gekostet beim letzten Mal. Gibt es gar keine Chance? Naja, wenn Schweine fliegen könnten. Oder wenn Monsieur de Dumas mich darum bittet, natürlich. Für Monsieur de Dumas tue ich alles. Okay. Ja, dann wird's ja wieder langsam. Er würde dich bitten, ihm zu helfen. Ganz bestimmt. Hat er aber nicht. Und er ist nicht da. Oh. Hilfst du Esther mit dem Mixen der flauschigen Farbe? Bitte. Nein. Oder höchstens, wenn Monsieur de Dumas mich darum bittet. Oder wenn Schweine fliegen könnten. Irgendwie muss ich Ethel davon überzeugen, dass es Remis Wunsch ist, dass sie den Zombies hilft. Oder ich brauche ein Schwein und ein paar große Flügel. Ich hätte da schon eine Idee mit der Wippe, aber... Ich muss weiter, Ethel. Lass dich nicht unterkriegen, mein Großer! Ich denke, wir werden da wohl eher... Vielleicht, wenn ich ganz vorsichtig bin... Sie haut uns wieder. Au! Ich habe auch hinten Augen. Nicht wirklich natürlich. Aber hätte ich, wenn meine Experimente erfolgreich gewesen wären. Entschuldigung. Okay, hier haben wir genug. Wir brauchen. Ich glaube nicht, dass Ethel begeistert. Ich bräuchte die Katze. Ach. Hi, Ethel. Ich hätte gern. Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Ganz toll. Geschmacklich super. Aber könnte etwas heißer sein. Ah, verstanden. Oh, jetzt sieht sie nichts mehr. Können wir jetzt... Vielleicht, wenn ich ganz vorsichtig bin. Au! Ich habe auch hinten Augen. Nicht wirklich natürlich.
Aber hätte ich, wenn meine Experimente erfolgreich gewesen wären? Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Entschuldigung. Ich weiß noch nicht, ob es geht. Hi, Ethel. Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Okay, wir müssen hier kombinieren. Und? Wie schmeckt er? Lecker. Aber könnte noch etwas mehr Salz vertragen. Gut, gut, gut. Okay, damit können wir nichts machen. Damit auch nichts. Mit den Brettern. Wenn ich die hier irgendwie abklemmen könnte. Hi, Ethel. Ich würde ja gerne das Handtuch nehmen. In dem Moment. Kann ich noch etwas Eintopf haben? So, machen wir mal ein bisschen schneller. Es muss da wieder so ein Rätsel geben. Wie schmeckt er? Geschmacklich super. Aber könnte etwas heißer sein. Ah, verstanden. So, und jetzt schnell das Handtuch nehmen. Nein. Okay, das geht nicht. Okay, probieren wir das letzte nochmal. Huch! Kann ich noch... Und? Wie schmeckt er? Probieren wir das letzte nochmal aus. Spitze. Wäre er noch etwas dicker, wäre er aber noch besser. Verstehe. Aua! Okay, gehen wir mal wieder. Und ich glaube, wir schauen uns nochmal in der dunklen Höhle um. Ich möchte ja hier die Kohleader irgendwie nehmen. Und dann platzieren wir das Ganze hier. Ich glaube, dass die Sprengkraft noch nicht ausreicht. Na, dann nehmen wir hier doch noch einen Feuerwerkskörper. Den sehe ich ja sogar hier. Noch ein Feuerwerkskörper. So, reicht's jetzt, oder? Ich glaube, dass die Sprengkraft noch nicht ausreicht. Irgendwo muss es doch noch was geben. Nicht schlecht für einen Anfänger, was? Druid! Reden wir noch mal mit ihm hier? Hey, Nate! Okay. Die Arbeit ruht. Da gibt's nichts, aber ich glaube, oben auf dem Müllberg müssten wir auch noch mal einen Feuerwerkskörper finden vielleicht, oder? Naja, oder... Na! Noch ein Feuerwerkskörper. Okay, wie viel haben wir jetzt? Kann ich nicht irgendwie? Wir brauchen ja auch noch eine Lunte oder sowas. Ach, da drüben ist auch noch mal einer. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. So, wie viele haben wir jetzt? Ich glaube genug, dann reden wir mit dem blöden Jorgi noch. Das Schöne an der Glocke, Jorge kann mich nicht ignorieren. Wenn er nicht reagiert, wecke ich die halbe Stadt auf und Leute würden Fragen stellen. Ja. Was ist? Ich unterstütze Gulliver, Esther und Nate bei der Produktion der Tafeln. Und? Ratten und Zombies.
Du hast seltsame Freunde, Wetterquarz. Gulliver meint, du seist ihnen auch behilflich gewesen. Wenn ihr das sagt. Die Verfaulten wollten unbedingt in die Stadt. Hab ihnen ein hübsches Sümmchen dafür abgenommen. Gulliver schuftet Tag und Nacht, um seine Schulden abzuzahlen. Ja, ich muss zugeben, er schlägt sich besser als erwartet. Trotzdem hätte ich mehr Tafeln verkaufen können, wenn er schneller gewesen wäre. Oh. Es gibt einige Probleme mit der letzten Lieferung. Ja? Zum Beispiel, dass von Buren mir nur einen lächerlich geringen Betrag zahlen will, obwohl es sich um Sonderanfertigungen handelt. Diese Sonderwünsche sind das Problem. Ich hoffe, du zahlst Gulliver was extra dafür. Hast du eben nicht zugehört? Ich bekomme weniger Gold pro Tafel. Bevor meine Gewinnmarge schrumpft, muss er auf sein Gold verzichten. In der Krise müssen wir alle Opfer bringen. Oh. Gulliver meint, dass er mit der nächsten Lieferung seine Schulden abbezahlt hat. Lässt du sie dann wirklich gehen? Aber Wilbur, das Wort eines Seefelshändlers ist ein Ehrenwort. Ja, wer's glaubt. Jorge? Na gut. Aber ich hole sie wirklich raus. Der Markt für magische Schiefertafeln ist eingebrochen. Die Preise sind im Keller. Ich sattle um. Wasser, Brot und schnelle Pferde. Damit lässt sich momentan ein Vermögen machen. Also gut, dann machen wir die Lieferung fertig und du ziehst die Zombies hoch. Und mich versteckt in irgendeinem Sack gleich mit. Was hast du gesagt? Gulliver hofft auf einen besseren Job bei dir, sobald er die Lieferung fertig hat. Wie stellt er sich das vor? Will er hier in der Stadt wohnen? In einem kleinen Häuschen mit Frau und Kind? Ja. Er ist ein Zombie. Wie immer ein informatives Gespräch. Bis dann. Gern geschehen. Ich riskiere doch gerne mein Leben für unsere kleinen Plauschereien. Ah, wie diese Jorge doch ein Blödmann ist. Wir brauchen ja noch eine Lunte. Kann ich die damit nicht machen? Nein. Und wir haben eigentlich alle... Hey, Nate! Tüdelüt! Die Ab... Okay, damit können wir nichts machen. Wir brauchen allerdings wahrscheinlich noch irgendwoher noch Feuerwerkskörper. Oh, die haben echt sie überall hier versteckt. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Und langsam könnten sie echt genug sein. Na. No. Nein, ich lasse es lieber liegen. Auf den Tellern sind fettige Soßenreste. Ich bin kein Freund des Abwaschens. Erst recht nicht, wenn ich die Sachen nicht selber schmutzig gemacht habe. Kann ich das irgendwie Esther geben? Nein. So. Den Keilriemen müssen wir irgendwo... Der Keilriemen dort oben. Wäre der für unsere Sache geeignet? Trühü. In Ordnung. Dann müssen wir ihn nur noch irgendwie runterkriegen. Ach, nee, geht nicht. Hey, Nate! Noch eine Runde. TikTok. War mir ein Vergnügen. Noch eine Runde. TikTok. War mir ein Vergnügen. Brühüt. Die Arbeit ruft. Okay, wir müssen irgendwie das Ganze dort hoch irgendwie schleudern können. Ich könnte den Keilriemen sicher... Er hängt über... Okay. Den Sandsack bringt nichts.
Klebeband bringt nichts. Oh, es ist gerade echt wie verflucht hier. Ich finde einfach keine logische... Aber es müsste doch langsam genug irgendwie von dem Schwarzpulver sein, oder? Haben wir genug? Ich glaube, dass die Sprengkraft noch nicht ausreicht. Oh. Wie viel willst du noch? Irgendwas ist mit dieser... Die Konstruktion sieht nicht allzu stabil aus. Andererseits sieht sie auch nicht so aus, als sei sie in den letzten Jahren gebaut worden. Was wiederum für ihre Haltbarkeit spricht. Das Loch ist unheimlich. Wenn man sich ihm nähert, fühlt es sich an, als würden kalte Finger nach einem tasten. Okay, wir schauen nochmal zu den Zombies rüber. Vielleicht finde ich da ja auch nochmal einen Feuerwerkskörper. So, ist hier irgendwas? Die Kuckucksuhr? Was ist das da unten für eine Maschine? Die kenne ich noch gar nicht. Als Gnom erkenne ich sofort, was das ist. Ein Müllsauger, der Müll vorne einsaugt und hinten auspustet. Einige fragen sich vielleicht, was das soll. Aber gute Erfinder stellen sich solche Fragen nicht. Okay. Wir brauchen noch einen Feuerwerkskörper und ich sehe hier keinen. Was ist mit Esther? Ja, da sind noch mal zwei. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Und auch hier einer. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. So, und langsam sollten es doch echt genug sein. Aber wahrscheinlich müssen wir noch mit irgendjemand reden. Bestimmt nicht leicht für Nate. Er hat den besten Spielplatz, den man sich vorstellen kann. Aber keine Spielkameraden. Müll? Ich lasse sie lieber weiter, auch wenn ich nicht... Okay, hier haben wir alles soweit. Reden wir noch einmal mit Gulliver und dann schauen wir noch mal in die Höhle rüber. Jetzt müsste ja eigentlich reichen. Wenn ich ihn grundlos störe, kommt er noch langsamer voran. Besser, ich lasse ihn weiter arbeiten. Oh nein, ist es wirklich das, was ich denke? Eine kleine Box mit einem Schalter darauf. Ich werde widerstehen. Nein, benutz sie. Na gut. Das könnte die beste Maschine sein, die jemals gebaut wurde. Einmal noch. Einmal noch. Oh, ich fand dieses YouTube-Video von dem so toll. So, irgendwo noch ein Feuerwerkskörper. Was Wenn ist ich ihn gut? grundlos... Okay. Dann schauen wir mal, ob wir alles genug haben. Und dann sprengen wir das Ganze in die Luft. So. Ich glaube, dass die Sprengkraft noch nicht ausreicht. Wie viel willst du denn noch? Das gibt's doch nicht. Okay, gehen wir nochmal auf den Müllberg. Hier war... Irgendwie muss man dieses dreckige Geschirr doch nehmen können. Na. Mit einem Stecken vielleicht, aber das haben wir auch schon ausprobiert. Schauen wir nochmal bei denen rein. Ich glaube nicht. Okay, hier gibt's gar nichts. Ich glaube, wir müssen das dreckige... Vielleicht, wenn ich ganz vorsichtig bin. Okay, wir brauchen das... Au! Ich habe auch hinten Augen. Nicht wirklich
natürlich. Aber hätte ich, wenn meine Experimente erfolgreich gewesen wären. Entschuldigung. Okay, wir müssen das dreckige Geschirrtuch mit dem sauberen wohl offenbar austauschen. Die Frage ist jetzt nur, wie können wir das nehmen? Weil direkt anfassen möchten wir es ja nicht. Okay, benutzen... Hä? Ich könnte den Keil, der hängt, über so eine Art Haken. Okay, was habe ich da damit jetzt gemacht? Eine Boja oder Boccia oder wie es heißt. Okay, krass. Ihm einen Superman-Umhang geben und damit fliegen lassen geht nicht. Wo soll ich das Klebeband hinkleben? An den Boden? An die Ränder? Ich müsste erst mal wissen, woran ich die Schüsseln kleben will. Gute Frage. Den intelligenten Stein können wir auch mit nichts benutzen. Hier diese Halterung. Ist auch nichts. Die müssen doch für irgendwas zu gebrauchen sein hier. Offenbar nicht. Hier noch die paar Bretter. Oh. Eigentlich dachte ich, ich krieg das jetzt hier irgendwie schnell noch hin. Damit wir das Ganze hier irgendwie zu einem schönen... Ich gehe nochmal zu den Ratten. Es hilft nichts. So, schauen wir mal. Gibt nicht. Den Stein mit irgendwas hier benutzen, geht nicht. Die Halterung geht nicht. Hä? Warum nicht? Halterung mit Waage. Okay. Irgendwas müssen wir wohl da später noch abmessen. Aber ich habe noch keine Ahnung, was ich genau machen möchte. Den intelligenten Stein mit irgendwas benutzen. Die Schüsseln. Wo soll ich da? Ich müsste erst. Okay, irgendwas wird später mit dem Klebeband wohl noch sein. Aber wir haben noch keine Ahnung, wo genau. Schauen wir uns hier nochmal um? Nein. Ich dachte, vielleicht kann ich das irgendwie mit der Wippe. Ich will dieses dreckige Geschirr nehmen. Nein, ich lasse. Auf den Tellern sind fettige Soßenreste. Erst recht nicht, wenn ich die Sachen nicht selber... Hm. Hey, Nate! Die ab. Okay. Das mit dem Wippen geht gar nicht. Wir müssen noch mal in die Werkstatt. Es hilft nichts. Okay, hier haben wir keine Möglichkeit. Auch nicht. Auch nicht. Ah, gibt's doch nicht. Und die Waage hilft wohl auch nicht. Schauen wir noch mal hier rüber. Oh, was war denn das gerade für ein komisches Teil? In Ordnung. Mit Sand gefüllte Schüssel? Okay.
dann... Ich habe schon Sand. Okay, und was können wir mit dem jetzt machen? Irgendwie ist das Rätsel gerade ein bisschen schwierig und ich komme gerade nicht drauf, was wir genau machen sollen. Naja. Und ich frage mich immer, hat die Würmer im Gehirn? Oder sieht es gerade so aus? Ja. Okay. Und mit ihren Töpfen kann ich wohl auch nichts machen. Ich lasse sie lieber, auch wenn ich... Okay, gehen wir nochmal ins... Die Karte ist aus altem Blech und Metallteilen zusammengebaut. Es muss ewig gedauert haben. Ich hoffe, Nate bekommt eines Tages die Möglichkeit, ein paar dieser Orte zu besuchen. Okay, hier haben wir wohl gar keine Möglichkeit mehr direkt. Wir schauen nochmal hin, Trip. Er ist unten ein Toaster. okay. Hier haben wir Sand. Bringt nichts. Schüsseln bringt nichts. Der intelligente Stein, der hat uns schon vorher nichts gebracht. Die Waage werden wir nachher wahrscheinlich brauchen, um die perfekte Farbmischung irgendwie auszumachen. Tapeband hilft immer. Oder auch nicht. Und was könnte ich mit der Butchern? Auch nichts. Oh, es ist echt verzwickt. Aber ich möchte euch nicht weiter damit aufhalten. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, wir schaffen es jetzt in der nächsten Folge, dann dieses entsprechende Rätsel hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise lösen zu können. Und ich denke, der perfekte Abschluss hier für die Folge ist nochmal eindeutig hier mein absoluter Lieblingsapparat hier. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge. Bis dann, ciao, ciao.